Hey Leute, es geht weiter mit Pokémon zu Silver. Und diesem, ich nehme mal an, Vogeltrainer. Ja, genau so sah nämlich auch der letzte aus. Wow. Naja, und der eine bei diesem jungen Glück, der sah auch so aus, aber naja, allein ein junges Glück zu sein. Macht keinen Sinn irgendwie. Und hey, das Ibizak von Andergelandt. Andergelandt, leider wirst du gegen meinen Garados verlieren. Nein, gut, okay. Scheißegal. Eisarm. Und es ist gar. Und es geht down! Ja. Diesmal darf ich das mal sagen. Ja. Natürlich nicht. Das hätte ich mir doch niemals erlauben. Oh mein Gott. Wisst ihr, was ich Let's Playen werde? Auf jeden Fall die fünfte Generation von Pokémon. Vollkommen auf Japanisch, aber das interessiert doch keinen Sau. Ich werde das Let's Playen, egal was kommt. Außer es ist für die Wii. Das wäre scheiße. Naja. Gut, aber das denke ich mal nicht. Eisan. Boah, das zieht mal ganz viel ab. Es ist weg. Naja, klar, wenn Ibizak bei 2 Eis eben weg ist, dann braucht Tabizak nur ein. Ja, gut. Ah, ein Angler noch. Mal sehen, was der für Pokémon hat. Ein Garados. Okay, machen wir es mal so brutal wie möglich. Garados versus Garados. Wobei meins natürlich ein höheres Level hat. Okay. Biss. Haha, schreck zurück. Eiszahn. Ich glaube, bei Eiszahn kannst du auch zurückschrecken, macht's aber jetzt gerade nicht, leider. Windhose klingt cool, finde ich. Klingt so. Naja, gut. Bis. Und schreckst du zurück? Nein. Nassschweif. 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 Nichts effektiv. Nichts weiter. Bis. Und es schreckt again zurück. Und nochmal. Bis. Und du bist down. Gebashed. Crushed. Whatever. So, okay. Das ist ja auch wie versprochen schon der zweite Port von so. So, das letzte Garados war Level 40. Das ist jetzt Level 37. Okay. Dürfte leichter zu besiegen sein. Auf jeden Fall jetzt. Bis. Was ist das? Kann es sein, dass die EV von dem Garados sehr auf Verteidigung trainiert wurden, weil ich ziehe ja voll wenig ab. Da habe ich ja bei dem Level 40er mehr Schaden gemacht. Obwohl ich weiß gar nicht, ob die Trainer überhaupt mit EVs und DVs trainieren. Ich meine, ich selbst mache das ja nicht mal. Naja, egal. Essen. Naja, auf jeden Fall. Scheiße, dass ich jetzt so wenig abziehe, aber noch einmal Eiszahn und noch einmal Biss, dann ist es weg. Oh, Eiszahn, das könnte jetzt richtig viel Schaden machen wegen den vielen Silberblicken. Ach Gott, zum Glück. Ach scheiße, jetzt habe ich mich schon gedrückt, habe Eiszahn eingesetzt. Naja, egal. Wow. Okay, jetzt muss ich aber doch mal wechseln, weil ich meine, es ist fast. Hat kaum noch. PP. KP. Doch, ich wechsle mal zu Tornado. Ach fuck. Ja, ich muss halt zu Lugia wechseln. Ich wollte eigentlich zu Tornado wechseln, aber geht ja leider nicht. Na gut, das setzen wir mal. Mit Lugia. Setzen wir mal Lugia ein, ganz genau. Okay. Was mache ich denn? Ja, Luftschuss. Oh, jetzt ist es zufallsprinzip. Ich habe meine Augen zugemacht und ich habe mal einfach irgendwo drauf geklickt. So. Ah, der wunderbare Klang von Windhose. Oh. Ja.
Ich weiß, ich kann den nicht nachmachen, aber egal. Strafattacke. Oh, und du bist nimmer besiegt. Ach. Ich schlag mich schon meinem Schädel halb einer am Stur. Ach, Gott. Kaskade. Fuck, schon wieder verdrückt. Ich verdrück mich dauernd. Schlimm. Naja. Okay. Ah, ein Pokéball. Gut, den holen wir uns noch. Auf jeden Fall. Ich muss mir überlegen, mache ich jetzt nach dem Pokéball Schluss? Naja, nee. Ich gönne euch heute mal 2 lange Soul Silver Parts. Also jedem, der die mag, die Soul Silver Videos. Ja, gut. Da waren die ja. Ja, ganz genau. Ich fliege nochmal zurück, denn Zornopter muss auf jeden Fall aufwachen. Ich finde es nämlich scheiße, wenn Zornopter schläft, dann habe ich nur 2 Wasser-Pokémon. Ich will auch noch mein Feuer-Pokémon. Guten Morgen, willkommen im Pokécenter. Wir benötigen deine Pokémon, um sie zu heilen. Okay. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Ich weiß, ich habe gar nicht gelesen, was da stand, aber scheißegal. Deine Pokémon sind wieder topfit. Komm bald wieder. Bam, 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 bam. Ja, gut. Route 12. Jetzt können wir leider nicht zu unserem Standpunkt zurückfliegen. Nein, wir müssen laufen. Ich glaube, hier kommt das Haus, ja? Hier kommt das Haus, okay. Sind wir auch schon bald wieder da. Da, nicht da. Ja, da war der Pokéball. Okay, tun wir mal ganz kurz zur Nupto nach vorn. Okay, jetzt dieser Angler. Kapador. Level 18, das ist sehr schwach. Sehr, sehr schwach. Auch mal eine gelungene Abwechslung für Zornopter. Ach so, was gibt's auch schon, glaube ich, bei Saphir, Rubin und Smaragd. Die Kapadore werden immer stärker. Und am Ende kommt ein Garados. Wobei das jetzt auch Level 18 ist. Na, vielleicht kommt danach einfach ein starkes Garados. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen, so war's schon. Eben bei Smaragd. Waren es aber auch immer mehr Kapados. Naja. Noch ein Kapador? Und so auf welchem Level? Level 18. Der könnte als erster Trainer kommen. Die könnte man schön besiegen, die Kapadors. Okay, das brachte jetzt nichts der Trainer, aber egal. Scheiße, das Dumme ist jetzt, dass ich kaum EP bekommen habe. Aber egal, dem seine Nummer brauche ich nicht. Ein Vogelfänger. Yay, ein Vogelfänger, gut. Da, Schwabini, okay. Schwabini, ich gewähre dir jetzt die Attacke Flammenwurf. Du darfst mit Flammenwurf sterben, ist das nicht nett von mir? Ja, gut. So, es ist down und ein Eevee-Zack, das ist lustig. Ja, Andergalant hält seine Pokémon sehr schnell. Wahaha. Genau, das ist dann einfach und er ist dann einfach so an mir vorbeigerannt und hab den kommen und ich hab den nicht bemerkt, weil ich in dem Kampf steckte. Genau, es ist wieder männlich und es ist wieder Level 41. Das muss von Andergalant sein. Ich hab's erkannt. Und ich hab dir jetzt das Klatschen gehört. Ich denke mal schon, weil ich war mit meinem Headset ziemlich nah dran. Nee. Fuck, jetzt hab ich was an meinem Headset verstellt. Na gut. Also. Oh! Ich wollte gerade sagen, das bringt nichts. Dann noch Storch zu Eis, ne? Ah, oh, solches Glück haben die Gegner immer. Das ist immer schlimm. Gut, nur noch ein bisschen halte durch, Tornopter. Gewissheit. Number. Okay.
Gut. Dieser Trainer wäre dann auch besiegt und ja, jetzt haben wir schon wieder 10 Minuten gedreht. Wow, da ist eine Trainerin, okay. Nicht in die reinlaufen. Das war's, Leute. Ich beiß schon noch ganz kurz mit ab. Das kommt noch mit ins Video rein. Scheißegal. Ja, das war's für SoSoWar. Ciao, Leute.